Ja, wir begrüßen euch nochmal zu Lako Shankar Prakshalana, die gebündelte oder kurze Muschelraumreinigung. Also damit sind eigentlich die Verdauungsorgane gemeint, die so eine Art Muschelbildung oder eine Art Muschelbild aufzeigen. Aber man kennt es eigentlich auch als Darmsanierung oder Darmreinigung im allgemeinen Sprachgebrauch. Ja, das ist eigentlich eine natürliche Vorgehensweise, um die Stuhlentleerung zu initiieren oder die Verdauungsorgane einmal richtig schön durchzureinigen. Wir kennen es ja sonst mit Hilfe von Abführmitteln, die aber nicht so wirklich unproblematisch sind, was wir gleich sehen werden. Diese stimulieren zwar die Nerven der Verdauungsorgane und dadurch wird eine prompte wellenartige Bewegung des Darms quasi forciert, sodass eine schnelle Entleerung über den Enddarm umgesetzt werden kann. Problematisch ist dadurch, dass längerfristig die Nervenreflexe, die ja quasi dadurch ja ein Stück weit verdrängt werden, geschwächt werden. Und es findet eine komplette Entleerung des Enddarms statt. Also ein Teil des Stuhls sollte ja immer hier bleiben. Zum einen, um eine Austrocknung zu vermeiden, durch die sehr hohe Wasserabsorption, also Wasseraufsorgung vom Körper. Das dient hier so als so eine Art Sperre. Und eine gewisse Bakteriengruppe, die dient hier für den Schutz vor Infektionen und für die Produktion von Vitamin B-Komplexen. Also Abführmittel sind nicht so sinnvoll. Ja, was brauchen wir dafür? Vorgehensweise. Wir brauchen 4 Teelöffel Salz. Ist eigentlich egal, welches Salz du dafür nimmst. Es geht darum, einen erhöhten osmotischen Druck zu erzeugen und zwar dann aufgelöst in 2 Liter lauwarmem Wasser. Durch das Salz haben wir halt oder verhindern wir das sofortige Aufsaugen des Wassers vom Darm. Sonst würde es halt direkt durchfließen. Und wir brauchen es aber auch als so eine Art Schmiermittel, um den Stuhl zu lockern und die Verkrustung aufzulösen, sodass der Bewegungsfluss erst recht aktiviert wird. Also das geschieht dann eher durch Salz. Wichtig ist es, auf leeren Magen anzufangen, am besten morgens, und man fängt mit 2 Gläsern Salzwasser an, die man trinkt. Dann folgt diese Praxissequenz, die ich im Folgevideo auch nochmal dargestellt habe, die einzelnen Asanas. Tadasana, Tiryak Tadasana, Kati Chakrasana, Tiryak Bhujangasana und Uddarakarshanasana. Und zwar jeweils 8-mal. Also jede Übung 8-mal umsetzen. Dann nochmal 2 Gläser Salzwasser trinken. Wieder in die Praxissequenz gehen. Und nochmal 2 Gläser Wasser trinken, wieder in die Praxissequenz gehen, sodass man insgesamt 6 Gläser Salzwasser getrunken hat und 3-mal diese Praxissequenz wiederholt hat. Und dann erst geht man zur Toilette. Man muss dann eine halbe Stunde warten, bevor man wieder was isst. Wichtig ist zu beachten, dass man das Beigeschwüren bitte nicht umsetzt als Praxis. Ja. Ihr könnt es ja gern mal für euch ausprobieren, weil es seine Wirkung hat. Es ist gut bei Verstopfungen, Blähungen, bei Übersäuerungen, bei Verdauungsstörungen. Wie gesagt, die Verdauungsorgane werden immer richtig schön durchgereinigt. Aber auch mentale Beschwerden wie Dumpfheit und mentale Unbeweglichkeit kann gegen Energie und Optimismus ausgetauscht werden. Nochmal ein ergänzender Hinweis. Also der Körper besteht aus 70% Wasser und die Nieren, die filtern wirklich täglich bis zu 80 Liter Wasser. Das gereinigte Wasser, das geht dann in den Blutkreislauf zurück und Abfallstoffe werden dann über Urin ausgeschieden. Also zur Unterstützung dieses gesamten Systems sollte man wirklich viel Wasser trinken. Ja, und darüber hinaus wünschen wir euch viel Spaß mit der Darmsanierung. Ade! Ja, ich begrüße euch ganz herzlich zu den 5 Übungen, den Folgesequenzen für die Darmreinigung, die ihr quasi aktivieren müsst, wenn ihr 2 Gläser Salzwasser getrunken habt für die erste Runde sozusagen. Und diesen gesamten Prozess müsst ihr dann insgesamt noch 2-mal wiederholen. Also 3 Löcherabläufe sind halt gefragt. Ich zeige euch die erste Übung, das ist Tadasana, das ist die sogenannte Palmstellung. Und zwar gehst du dafür vielleicht mit den Füßen hüftbreit auseinander, faltest die Hände, streckst die Arme weit raus nach oben, hältst deinen Fokus entweder am Boden entlang, such dir deinen Abstand selbst aus oder an der freien Wand. Diesen Fokus musst du jetzt permanent halten,
Mit der Einatmung streckst du dich so weit wie möglich nach oben, kommst auf die Zehenspitzen, hältst hier kurz den Atem an und die Stellung. Mit der Ausatmung senkst du dann wieder ab. Und das machst du insgesamt 8 Mal. Also eine Runde ist quasi auf die Zehen gehen und wieder runterkommen. Ja, Tirthyaktasana ist ähnlich, ist ebenfalls eine Gleichgewichtsübung und dehnt aber auch die Bauchorgane, die dann in den jeweiligen Bauchseiten liegen. Dafür gehst du mal 15 cm auseinander und auch hier faltest du die Hände. Du kannst hier auf die Zehenspitzen gehen, deinen Fokus halten. Wenn das zu anstrengend ist, gehst du wieder zurück zum Boden und legst die Fußsohlen einfach ab. Und hier atmest du dann normal ein und aus, während du quasi von Seite zu Seite schwenkst. Das ist halt die schwenkende Palme. Von Seite zu Seite. Eine Runde ist dann quasi eine und die andere Seite aktiviert. Ja, Tirthyaktasana. Dann direkt danach geht es weiter mit Kaki Chakrasana. Das ist eigentlich eine sehr schöne und angenehme Übung. Die hilft auch bei allgemeiner Steifheit und lockert auch die Hüften und Gelenke insgesamt. Also eine sehr schöne Lockerungsübung. Genau, das ist im Grunde die Teilrotation. Der Atem fließt dabei ganz normal und rotierst sozusagen von Seite zu Seite. Der Kopf geht dann so ein bisschen mit von Seite zur Seite. Ich zeige das mal von hinten. Auch hier die Füße hüftbreit auseinander und dann schwenkst du quasi von Seite zur Seite. Dabei legt sich die Hand auf der jeweiligen Schulter ab. Der Kopf geht mit in die Rotation. Eine Runde ist dann auch hier wieder jeweils eine und die andere Seite und davon auch dann 8 Mal. Ja, was auch sehr schön ist, ist Tirthyak Bhujangasana, die dreieckige Kobra-Stellung. Dafür gehst du in unsere klassische Kobra-Stellung, die Hände unter den Schulterblättern aufgelegt, die Zehen aufgestellt gerne. Und dann streckst du dich mit der Einatmung so weit wie möglich hoch, sodass die Arme durchgedrückt sind. Wenn du merkst, dass dein Bauchnabel sich aber von der Matte entfernt, geh wieder etwas zurück mit der Armstreckung. Und hältst kurz an, indem du rotierst, zu der Ferse hinschaust und in der Ausatmung senkst du dich wieder ab. Nochmal einatmen, heben, gucken und ausatmen, senken. Ja, auch eine schöne Übung, um die Wirbelkörper voneinander nochmal so zu lösen. Auch die spinalen Nerven werden stimuliert. Ja, und die Bauchorgane werden sowieso nochmal gedehnt. Genau, eine Runde hier ist auch, dann einmal zur einen und zur anderen Seite zu schauen und dann kurz abzulegen, jeweils nach jeder Zwischenstation sozusagen. Und davon dann auch wieder 8 Runden. Ja, was nicht so einfach ist, ist die kommende Übung Uddarakarshanasana. Das ist die Bauchdehnungsstellung sozusagen. Und zwar ist es so, dass du hier die Hände auf den Oberschenkelvorderseiten ablegst jeweils. Auf der einen Seite ist es so, dass du quasi auf der Zehe aufgestellt bist. Das kennst du von Kauvachalasana schon, also vom Krähengang, genau, Kauvachalasana. Und die andere Fußsohle ist abgelegt. Und jetzt ist es hier so, hier legst du mal dein Kniegelenk erst noch ab, dass du dich von Seite zu Seite bringst. Also dadurch, dass du in dem Moment dein Kniegelenk hier ablegst, drückst du mit der Handfläche dagegen und rotierst durch diesen Druck den Oberkörper so etwas zur Seite. Und dadurch werden die Bauchorgane nochmal schön massiert und gedehnt. Und dann nochmal die andere Seite. Und nochmal. Du kannst es gerne in der Ausatmung machen hier, in der Rotation, kannst aber auch den Atem ganz frei fließen lassen. Der Kopf geht so mit in diese Drehbewegung. Und nochmal.
Und dabei ist es auch so, dass du eine Runde absolvierst, wenn du von einer zur anderen Seite gegangen bist. Und davon dann achtmal. Ja, du kannst dich damit gerne ausprobieren. Also die Darmreinigung ist schon sehr effektiv, um so einen Neustart zu initiieren, aber auch Dumpfheit und Trägheit oder andere Beschwerden im Verdauungstrakt zu lösen. Probier es einfach aus, wenn du einen Tag mal frei hast, auf leeren Magen auf jeden Fall startend. Und ja, wir wünschen euch immer wieder viel Spaß damit. Namaste.